Ja, guten Morgen miteinander. Heute ist der 15. Dezember 2020. Ihr kennt mich eigentlich mehr oder weniger mit dem Elchgeweih und mit der Pappnase. Pappnase habe ich dabei, dass man mich auch wieder erkennt. Kann man ja gleich mal so machen. Zack, gell, hallo. Also, wir sind ja unterwegs gewesen die Tage. Und zwar wegen der Aktion mit dem Christbaum, ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal in die Kapelle rein. Hinter uns seht ihr die Stephanuskapelle. Da war ich letztens drin. Das nehmen wir heute als so ein kleiner historischer Platz, um nachher noch mit dem Rathaus zum Telefonieren wegen der Geldübergabe. Ahlens Traum, ein gescheiter Baum. Ich habe dort mit der Chefsekretärin die Tage gelesen. Telefoniert. Ja, jetzt wird es aber schwierig. Das Rathaus ist ab heute auch geschlossen. Wir werden telefonisch anfragen und bin mal gespannt, ob sie, Frau Lüdekin, ob sie das Geld annimmt. So, ich sage dann nachher noch ein paar Zahlen dazu. Wir werden jetzt einmal gucken, ob die Kirche offen ist. Und wenn sie leer ist, können wir da weitermachen. Und wenn jemand drin ist, ich gebe dir ihre Zeichen, Stefan, damit man niemand irgendwie auf die Kamera hin. So, also hier ist die Stephanuskapelle. Ich kann schon mal. Du heißt ja auch Stefan. Genau, mit PH. Mit PH, so. So. Jawohl. Und jetzt guck ich mal, wartest du? Ja, ich warte schon. Ja. Warte schnell. So, in der Kirche ist niemand da. Dann kannst du reinkommen. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse gehen einigermaßen. Das ist top. Das top. Geht sehr gut. Jetzt tun wir gerade ein bisschen mal rum. Weihwasser. Aber Weihwasser ist keins da. Also, ich würde sagen, ich setze mit der Hand so nah. Ja? Du kannst dich ja vielleicht auch noch setzen, wie du meinst. Wie du das am besten aufnehmen kannst. Wie gesagt, liebe Spenderinnen und Spender, es war eine tolle Aktion. Es hat einfach Spaß gemacht, und zwar deswegen Spaß gemacht, dass man auch was zum Lachen kennt in einer so, so schweren Zeit, die wir gerade alle durchmachen. Die wollte gestern auch nochmal sagen, wenn man die Einzelhändler sieht, und das dürft ihr mir glauben, ich war ja selber selbstständig, ich weiß, dass man, wenn die Umsätze nicht dementsprechend sind, auch nachts nicht mehr schlafen kann, weil ja die fortlaufenden Kosten da sind. Das Personal will das Geld, das Finanzamt will das Geld, die Lieferanten wollen das Geld. Und jetzt sind wir in einer, ich sage es jetzt, auch wenn wir hier in einer schönen Kapelle sind, eine Scheißzeit. Und ich wünsche mir, dass das bald alles vorbei ist. Gestern habe ich noch einen Anruf gekriegt von meiner Nachbarin, ihr Tochter Melissa, will noch 3 Euro spenden, die habe ich schon rein da in Säckle, das müssen wir nachher holen, das ist im Auto. Und der Carlo, ein guter Freund, Italiener, und ich komme gleich nochmal auf Italien, der wollte noch 10 Euro loswerden. Und der Herr Manuel Reiger, der ist Landtagskandidat der FDP, der hat mir gestern geschrieben, der will auch nochmal 10 Euro loswerden. Also an die drei auch nochmal recht schönen Dank, und das Geld kommt gut an. Also ich habe jetzt auch draußen nochmal 2 Säckler Edelmetall. Sehr gut. Ja, du meinst 400 Cent. Centstücke, ja. 2 Centstücke. Ja, okay, du willst halt dein Kupfer wegkriegen, genau. Deine alte Pfennig. Okay, zu Italien, heute Morgen ein Video gekriegt, Mailand, und damit es getestet ist, dass es käufig ist, habe ich mit jemandem gesprochen, dem seine Tochter lebt in Mailand. Die Bilder sind also Wirklichkeit, sie sind Wahrheit. Da stehen 100 Meter lange Schlangen vor den Tafelläden. Man sieht es auch an die Maske, wo die Leute tragen. Ja, das ist erschütternd. Also, und das im Jahr 2020. Ich appelliere hiermit, und Politik wollen wir eigentlich keiner machen, aber ich appelliere an alle, auch an unsere hier Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Leute, hört auf. Macht endlich Schluss mit dem ganzen Zeugs. Okay. Ja, nochmal kurz zu den Beträgen. Am 7.12.
haben wir 35, da haben wir angefangen, 35 Euro gesammelt, am 8.12. 70, am 9.12. waren es 42 Euro, am 10.12. das war, glaube ich, in Hüttlingen, also die Hüttlinger, danke an die Hüttlinger, die haben uns also tatkräftig unterstützt mit 50 Euro. Und dann haben wir am 11.12. 56 Euro gehabt und gestern haben wir durch die Nachspenden, die noch gekommen sind, 63 Euro gehabt. Also ihr seht, das ganze Ding hat wunderbar funktioniert. Und ja, allen, die gespendet haben, vor allem die in der Stadt, vor allem die Leute, die in der City gelaufen sind, das sind die Champions, die haben uns vertraut, die haben uns einfach ein Geld gegeben, das wir heute an das Rathaus weitergeben wollen. Wir werden, oder ich werde nachher mit der Frau Lüdekin, das ist die Chefsekretärin vom OB, werde ich dann anrufen und fragen, wann wir das Geld vorbeibringen können. Sollte sie das Geld nicht annehmen, habe ich jemand gefunden, und zwar einen Stadtrat von Ahlen, der Herr Dr. Gläser. Herr Dr. Frank Gläser war auch ehemaliger Chefarzt der Radiologie im Ostalbklinikum und wie gesagt, ist jetzt auch noch in seinem Rentenalter tätig für unsere Kommune in Stadt und im Kreisrat. Der Herr Dr. Gläser, wenn es dann soweit ist, nochmal gleich Dankeschön, Herr Dr. Gläser. Er wird schauen, dass das Geld für schwerstkranke Kinder ins Ostalbklinikum kommt. Er hat dort die beste Beziehung noch zur Führung, Ober, also zur Krankenhausführung, und er wird das Geld dort abgeben, da können wir sicher sein. So, das waren jetzt nochmal ja, so ein paar technische Geschichten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir gehen jetzt raus, Stefan. Wir waren hier in der Stephanus, ein schöner, ruhiger Ort. Kirche ist ja für alle Menschen offen, leider teilweise auch wieder geschlossen. Und da muss ich auch an unsere Kirchenfürsten vielleicht nur appellieren. Ja, selbst, ich glaube, als die Pest die Menschheit eingeholt hat, haben die Kirchen für die armen Menschen und für die Menschheit geöffnet gehabt. Ich weiß nicht, warum unsere Priester, Pfarrer und Bischöfe und so weiter eigentlich da nicht einfach sagen, die Kirche bleibt offen, die Kirche gehört den Gläubigen. Aber wir gehen jetzt raus, wir machen jetzt geschwind einen Cut und gehen zum Auto und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir wieder vor der Kirche. Ich möchte noch dazu sagen, wenn wir einen normalen Dezember gehabt hätten, wie die letzten Jahre, wo die Leute fröhlich durch die Stadt marschiert sind, da hätten wir sicherlich, ich weiß ja, da hätten wir eure 2000 Euro gesammelt und hätten natürlich auch weitergemacht bis zum letzten Tag oder halt bis zum Heiligen Abend. Aber gut, man muss einfach das auch anerkennen. So gut sind nicht alle drauf und deswegen haben wir es ja heute gestoppt. Das wollte ich noch dazu sagen. Aber jetzt noch der Gesamtbetrag. Der Gesamtbetrag, den wir heute an die Stadt weitergeben wollen für einen schönen Weihnachtsbaum bzw. für eine neue Beleuchtung oder einen Schmuck, der ist genau oder nicht ganz genau, sondern ein bisschen drüber über sage und schreibe 315 Euro. Hiermit nochmal allen einen besten Dank. Von hier aus, von der Stephanuskapelle, wir haben das einfach so gewählt heute. Und jetzt werden wir versuchen, die Frau Lüdeking anzurufen. So, machen wir das mal hier live, mehr oder weniger. Und mal fragen, gucken, ob sie da ist. So, also das Gespräch darf man so nicht aufzeichnen, aber du hörst, nein, du hörst ja. Okay. Du hörst ja. So, das habe ich mir fast gedacht. Da ist leider belegt im Moment, aber wir haben ja noch mehrere Versuche. Gerade kriege ich WhatsApp rein mit Daumen hoch von einer ehemaligen Mitarbeiterin von mir. Schön. Der Amelie, die hat das Video auch geguckt von gestern, was du gedreht hast, Stefan. Und Daumen hoch, jawohl. Also, ich würde sagen, wir machen nochmal einen kurzen Stopp, damit ich in Ruhe nochmal anrufen kann.
Ja, hier ist Tibor Sander. Hallo, Frau Lüdeking. Wir hätten das Geld. Ja. 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 Sie dürfen es nicht annehmen. Sie dürfen es nicht. Ja. 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 Ja, ja. 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 Frau. Ja. Frau. Ja, nein, ich verstand Sie. Ich habe das alles richtig verstanden. Das wird einfach kompliziert. Aber ich sage jetzt ganz einfach, Gott sei Dank, Frau Lüdeking, wisst ihr warum? Dann geben wir das Geld an einen guten Zweck für schwerstkranke Kinder im Krankenhaus. Was meinen Sie? Sehen Sie, ich habe es ja gewusst, dass, wisst ihr, die Regularien, die müssen sein, das weiß ich auch. Aber ich bin immer für den kurzen Dienstweg, gell? Ja, 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 ja. So ist. Ja. Genau. Ja, ja. Also, dann grüße Sie nochmal unseren OB. Dann wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten. Alles Gute, Frau Lüdeking. Und bis irgendwann einmal. Gell? Danke. Ja, ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Leute, das haben wir ja. Das war ja eigentlich zu erwarten. Ja? Stefan, wir zwei waren ja eigentlich schon. Ja, dass man sagt, hoffentlich nimmt sie es nicht. Also das hätte über das Rechnungsprüfungsamt müssen, das hätte über das Sell müssen, hat sie gesagt. Dann kostet das, dann muss ich schriftlich einbringen und da ist der Aufwand höher wie 300 Euro, sage ich jetzt mal. Also Pappnasen auf, ja. Aha. So, also liebe Leute, wir haben es geschafft. Das Geld werden wir an Herrn Dr. Frank Gläser überreichen, ja. Und Herr Dr. Gläser wird es an oberster Dienststelle des Ostalbklinikums für schwerst- und schwerkranke Kinder, für Spielsachen vielleicht, für Süßigkeiten vielleicht, je nachdem. Aber ihr könnt versichert sein, und deswegen standen wir hier an einer Kapelle, ihr könnt versichert sein, dass das Geld in beste Hände geht. Und ich kann ja mit dem Stefan zusammen mal ein Interview dann führen, mit dem Herrn Dr. Gläser, das wenn alles vorbei ist, wenn er es überreicht hat, wie und was und wie es war, dann melden wir uns, ich denke mal, im Januar wieder. Vorher werden wir das nicht schaffen, weil du bist auch nicht da. Du Schlitzohr, gell? Du haust wieder ab, da. Machst jetzt schon wieder Weihnachten. Ja, so ja, ist der Stefan. Außenstelle Mars. Ja, so ist er, der Stefan. Ne? Also, Stefan, ich möchte aber jetzt noch was zu dir sagen. Ich freue mich ganz besonders, dass du mitgemacht hast. Es war wirklich eine tolle Geschichte. Du hast Zeit geopfert. Du hast mit mir manche Sachen in der Stadt, ja, wo man gedacht hat, jetzt sind wir mal gespannt, wie es wird, mitgemacht. Du hast das auch von Anfang an sofort bejaht. Du hast nicht lange überlegt. Du hast, obwohl wir uns von früher noch gar nicht so arg kennen. Richtig. Und du hast mitgemacht. Und am Stefan, liebe Damen und Herren und liebe Zuhörer, Zuschauer, gebührt ein ganz, ganz großes und dickes Lob. Stefan. Eis. Vielleicht. Ja, also vielen, vielen, vielen Dank für die Lorbeeren, Tibor. Und ich muss wirklich sagen, also ohne den Tibor, der Initiator von der ganzen Geschichte, von der ganzen Sache. Jetzt übertreibe da. Ja, doch, muss man wirklich so sagen. Ich werde da gar nicht drauf kommen. Ja, halt, ich zeige nochmal das Geld rein. Ich will nochmal, der Stefan auch noch. Der Stefan. Ja, ich habe da meine letzten Groschen, meine letzten Centstücke, mein Edelmetall geopfert. Ja, die sind, glaube ich, ungültig. Das sind alte Pfennig. Nein, das sind Euro. Das sind Euro. Ja, die sind auch nicht ungültig. Cent, genau. Also, Stefan, in diesem Sinne für alle anderen, wir beenden hiermit offiziell die große Spendenaktion Ahlens Traum. Ein schöner Baum. Ja. Ein gescheiter. Ein gescheiter. Ein gescheiter Weihnachtsbaum. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ja, ciao. Von meiner Seite auch. Beste Wünsche und tschüss. Tschüssi. Bis im Januar.